Nice. Waffen haben wir auch. Auto haben wir auch schon mal. Aber jetzt wäre ein anderes vorgestellt, aber das heißt gar nichts. Ich stand schon in der Gang drinne. Da haben sie mich schon rausgeschmissen. Ey, ich bin immer noch drinne, krass. Die haben mich echt immer noch nicht rausgeschmissen. Amazon Prime! Ich habe nie Amazon gesagt, ich habe Amazon gesagt. Amazon. Voll krass, wie krass Amazon geworden ist inzwischen. Hallo. Samu, bist du's? Was geht, Mann? Ja, nicht viel bei dir. So lange nicht hier, ne? Ja, ich habe schon gemerkt. Was hast du mitgebracht? Keine Ahnung, ich darf ja in die Pakete nicht reinschauen. Achso. Oh, ohne Anhänger? Ja, waren nicht so viele Pakete. Ich habe die im Beifahrer da drunter reingetan. Achso, ja, ja. Ich dachte, ihr hättet mich längst rausgeschmissen. Nö, warum sollten wir? Keine Ahnung, weil ich so lange schwach war. Wenn du halt Gründe hast, nicht hier zu sein, so, weißt du? Ja, ich hatte viel zu tun. Ja, ist gut. Ich musste viele Leute eliminieren. Achso. Ich habe eine goldene Flugticket. Damit kann ich viele Städte bereisen. Achso, machst du Weltreise? Ja, ja, ich mache jeden Tag eine Weltreise. Ich bin jeden Tag in anderen Städten. Achso. Staaten halt, ne? Mhm. Ich komme hierher, wenn ich auf vielen Staaten war und mal es mir zu bunt wird, weißt du? Wenn ich mal ein bisschen abschalten will und ein bisschen mal meine Ruhe haben will und so, dann setze ich mich hier ein bisschen zur Ruhe so. Ja, ja, ich weiß schon, was du meinst. Weil manchmal wird das ein bisschen zu viel für mich, so. Bevor ich Depression bekomme, dann komme ich dann nachher hier. Ejo. So, mein Bester, was geht denn jetzt? Ich weiß nicht. Ich kann nicht funken, wow. Hast du eine Waffe? Ich hab eine Waffe, ja. Sollen wir einen gegen Ladenrob machen dann zu zweit? Mir ist egal. Wir packen Autos, dann holen wir zwei Geisel, dann ab geht's, oder? Ja, können wir machen. Dann ich packe Autos. Warte, fahr du mal bitte. Ich weiß nicht, ob das eine gute Idee ist. Ich kann nicht so gut fahren. Sollen wir eine Geisel erfinden? Mir ist egal, aber ich glaube, das geht nicht gut aus. Ja, ich würde sagen, wir holen uns eine Geisel und erfinden noch zwei dazu. Okay, können wir machen. Ja, ist ja echt okay. Nice. Da vorne ist einer. Sollen wir den holen? Kollege, kannst du einmal bitte rechts anhalten? Ich hätte eine Frage. Den zwei lass beide nehmen. Mhm. Pack die Waffe raus. Jungs? Ja. Ihr werdet uns beide jetzt begleiten. Wir brauchen zwei Geiseln. Warte, welcher Muskel war das? Ich bin neu eingereist. Armmuskel. Ah, okay. Warte, ich mach Handfesseln erst an. Beeil dich, Mann. Ich höre die Cops. Steige ein. Wir können das Auto nur abschließen? Nein, könnt ihr nicht. Die Schrottkarre will doch eh keiner klauen. Was ist denn mit der Tür, Mann? Ist die Tür defekt oder was ist da los hinten rechts? Kannst du zumachen mit dritten Finger? Geht nicht zu. Natürlich geht nicht zu, mein Bester. Hier, zack. Siehst du, was das hier für eine Technologie ist? Was ich hier zu bieten habe? Hier, zwei sind offen. Oha. Hier, zack, habe ich alle vier offen. Alter, ich fühle mich wie eine Spinne. Aber Spinne hat acht Beine, ne? Schnauze, Mann, scheiß da dich rein. Oh, verdammte Scheiße. Ich glaube, jetzt bin ich eine Spinne mit... Was geht denn jetzt ab? Was ist denn da los? Oder das Pol. Das habe ich auch noch nie gesehen. Okay. Ich glaube, das liegt am Auto. Ja, glaube ich auch. Okay, dann let's go, Jungs. Ist auch besser, dann können wir schnell ein- und aussteigen. Du alter Sack, her mit den Moneten. Aber ganz flötchen. Nach hinten in die Ecke. Was wir trinken? In die Ecke. Bring dir mal was zu trinken, den Pimmel. Was, Pimmel? Warte, Alter, mit deinem Schulranzen, Alter. Die Schule. Nach hinten. Hier, ich geb dir trinken. Komm her. Ja, du musst meinen Seilbinder abmachen. Ja, komm mal runter jetzt. Okay, Chef. Ich hab nur Wodka dabei. Bier, ja, hast du Bier, trink. Was, Bier? Bier macht mich besoffen. Ja, trink, ist mir doch scheißegal, trink Bier. Ja, Mann, dann. Okay, Mann, feste den wieder, ich kümmere mich um die Kohle. Du alter Sack, Alter, ja, mit den Moneten. Ich hab ne Idee, wie wir das machen. Ja. Wir machen das so, wir verlangen jetzt 20.000. Wir sind drei Komplizen und zwei Geiseln und der Ladenbesitzer auch, dritte Geisel. Wir werden das dann so machen, wir nehmen die 20.000 und danach sagen wir, der dritte Komplize wird den Rest mit euch machen, dann fahren wir schon mal weg. Okay. Dann fahren wir einfach weg und dann wird es keinen dritten Komplizen geben, dann verpissen wir uns einfach, verstehst du? Das ist gut, ja. Okay, dann fahren wir Doke. Guten Tag, die Herrschaften. Hallo. So, ich hätte gern die Monetches. Wie viele Geiseln haben Sie denn? Drei Geiseln habe ich. Wir sind drei Komplizen. Also wir sind drei Täter. Zwei hier und einer bei den Geiseln. Zwei Geiseln sind hinten mit dem Komplizen und der Opa ist auch unsere Geisel. Mhm. Kann ich mal die Geiseln hinten sehen? Moment. Eine zumindest erstmal. Eine können Sie sehen. Erstmal eine und dann... Geiseln, kommt mal kurz her. Da ist die eine. Wie ist denn Ihr Name? Gib mir die Monetches, du alter Sack. Sebastian Wolf. Ja, alles gut für ihn, also. Ja, soweit gut schon.
gut. Dann wirst du nice. Geise. So, Geise zurück. Andere Geise herkommen. Andere Geise, was ist los? Bist du besoffen von Bier oder was ist los? Hallo. Komm mit. Hier stehen bleiben. So, da ist die zweite Geise. Geise, verpiss dich nach hinten. Ja, warte, wie ist dein Name? Ja, ist doch scheißegal, wie der heißt. Wir sind hier nicht im Kaffeekränzchen. Ja, ab nach hinten. So egal ist es gar nicht. Ja, warte, willst du mit den Instagram austauschen oder was willst du? Das nicht, ne? Ich will nur mal klären. So, nee, 20.000 Moneten will ich, aber ganz flott. Ja, das dauert aber ein bisschen. Das dauert nicht lange. Ich gebe euch einige Minuten Zeit, ansonsten ist die erste Geise flöten, ja? Ja, 10 Minuten brauchen wir. Nein, wenigstens. Keine 10 Minuten. Wir müssen ja nicht mehr verarschen. Wir müssen ja erstmal zur Bank ja, das Geld euch. Holen. Ja, ja macht ist auch ein Bankautomat, der reinkommen. Ja, genau, hier ist ein Bankautomat. Hol, zieh das Geld dir ab und gib mir die Kohle. Das wäre schwer, wenn sie da drin sind, hier reinzugehen und Geld zu geben. Hol das Geld jetzt, verdammte Scheiße, oder ist die Geise nichts wert? Nur eine Geise, ja? Ja, komm. 20.000, dann bekommt ihr die erste Geise. Macht keine Faxen, sonst. Ey, jo, wo ist die andere Geise? Da vorne, da. Ach so, was machst du da? Ab nach hinten, du Idiot. Ab nach hinten. Du Vollidiot, Alter. Was hast du hier zu suchen? Was, du weißt das nicht? Stück Scheiße, Alter. Ich geh nach hinten, Olum. Stück Scheiße. Olum, Land. Hat der keinen Respekt vor unserem Vater. Pass. Wie war das? Pass, oh! Was ist zu benehmen? Hast du mich gehört? Okay, Chef, Maniac. Spaß, Spaß. Wir nehmen dich jetzt, sonst bist du tot. Okay, alles gut. Was ist denn seine Mission da hinten? Komm mal einen Schritt zurück. Ich glaube, das ist nicht so schlau, direkt an der Tür zu stehen. Nee, ist so alles gut, Mann. Wir haben einen Komplizen hinten. Wenn irgendwas schief laufen sollte, sind alles da sofort gut, zwei Geisen gut, tot. Nochmal, wie gesagt, 20.000 sind echt viel. Es dauert ein bisschen. Ist es auch okay, wenn ich das Geld überweise? Das wird schneller gehen. Überweisen? Mhm. Es wird schneller gehen. Einen Moment. Ja, alles gut, sprechen Sie sich ab. Ist das klug, denen meine Daten-ID und so zu geben von meiner Bank? Ich weiß nicht. Können die damit irgendwas anfangen? Ich glaube nicht. Okay, 100, an die 190, 20.000, ja? 190? Ja. Wenn die perfekt. Bin gleich wieder da. Du sollst die Fresse halten, habe ich gesagt. Hast du mich gehört? Ja, der f***t mich ab. Was? Du setzt jetzt auch die Fresse. Der sagt, komm, lass ganz jetzt flüchten. Ja, ich gebe euch gleich Flüchten. Gib den, Haiwan. Ich weiß, das Geld ist, dann krieg ich die erste Geisel, ja? Genau, mein Bester. So sieht's aus. Gut. Ist erledigt. Momentchen, ich schau nach. Ja, ja, alles gut. Ja, ich hab die Kohle. Perfekt. So, dann bring ihm den, Warte, wen geben wir denn? Ich hab keinen Bock auf diesen Maniac. Wer von euch will raus? Ich. Und der andere, was sagst du? Sei leise. Der hat Angst vor mir. Der redet gar nicht. Okay, ich schmeiß den mit den blonden Haaren raus. Mit den blonden? Ja. Aber du musst ihn nehmen. Oder er läuft selber. Nimm mich, Odo. Ja. Hallas, also. Nimm mich. Warum willst du Kopfschmerzen? Voll der Hänger. Was geht jetzt ab? Ja, dann machen wir die Fliege. Wenn das so ist. Wenn das Schicksal so möchte. Dann machen wir einen Abflug. Geschenkte nehme ich an. Warum Nein sagen, wenn man so eine Möglichkeit hat? Wusste ja nicht, dass die Hintertür offen ist. Hätte ich das gewusst. Der Kollege kennt die Strategie, der kriegt das schon hin. Wenn er es klug genug macht, dann kriegt er es hin. Ihr könnt jetzt sagen, dass ich derjenige bin, der mit dem Komplizen warte. Und er geht schon mal. Dann würden die Cops wahrscheinlich auch wissen, dass da wirklich hinten noch ein Komplize wartet. Er muss es schlau genug anstellen. So, jetzt sind wir in Sicherheit. Ich finde, ich habe keinen Fehler gemacht, Bruder. Ich bin aus der Tür außen raus gebackt. Und ich brauche den Bug jetzt nicht aus, sondern ich spiele das einfach aus. Passiert. Kann auch sein. Ja, bitte ich nicht. Ob die Cops noch dort sind? Ja, die sind dort. Ich gehe mal auf ein Haus drauf und beobachte das Ganze mal. Schauen wir uns mal an, was der Kollege da macht hinten. Ich verstehe das nicht. Was machen die da? Was sucht er da hinter der Hintertür? Was machen die da hinten? Was macht er da? Ich check das nicht. Warte mal. Wo ist da hinten ein Auto positioniert? Ich habe einfach das Geld bekommen auch noch, ne? Ich habe sogar einfach die Kohle bekommen. Mal schauen. Sieht mal ein bisschen aus, ja. Das ist zu viel. Komm, Oberteil kann man schon ausziehen. So geht's fit. Jetzt sehe ich aus wie ein Gangmitglied. Oh, guck mal, was geht da ab? Das
geschossen, verdammte Scheiße. Warum schießen die? Die stürmen. Ach, Bruder, schwierig. Ich muss diese Lage überblicken. Kopf runter, aber es gibt keinen Crosshair hier. Schwierig. Ich werde zwar eh verrecken, aber naja. Was ist ein geiles Versteck? Was ist jetzt passiert? Ich check die Lage irgendwie gerade nicht. Hey, Junge, mach die Hände hoch. Hey. Die Polizist, komm mal mit. Was ist das, Amna? Komm, ja. Alles gut, Olum, nicht übertreiben. Ey, nimm komm die mit. Waffe weg. Nimm die Waffe weg, nimm die Waffe weg. Ich hab ne geile Lana, Amunaki, verpiss dich. Nimm die Waffe weg. Amunaki, komm her, komm mit. Ah, scheiß auf dich. Bitte nicht mich. Olum, bitte. Oh fuck. Mach dir voll die Dinger, Amunaki. Hat hier voll die Lags, Bruder. Habt ihr es gesehen? Ich hatte einfach einen Lag, Bruder. In diesem Lag kam der Kopf von links. Ich hatte einfach einen 5-Sekunden-Lag. In so einer Situation einfach das Spiel einfach stehen geblieben. Ja, der Kopf hätte mitspielen müssen, ja. Ich wollte den Kopf als Geisel nehmen, aber der kam noch angezieht. Der hat einfach weitergezielt, ganz wie so ein Idiot. Da hat ich gedacht, komm, bevor der jetzt schießt, schieße ich einfach selber. Ich wollte eigentlich dieses Geisel nehmen machen, so und dann mit den zur Ecke gehen und dann abhauen, irgend sowas und dann aus einer Information rausquetschen. Irgend sowas, aber es hat nicht funktioniert. Der hat wie so ein Bot einfach ganz weitergezählt. Du sagst, Much, Cops, Bruder, das Ding ist, wo gibt's denn überhaupt gute Cops? Weißt du, was ich meine? Ja. Cops sind immer Much. Das liegt aber auch daran, dass ein Kopf hier reingenommen wird. Kompresse drauf gedrückt des Todes. Mehr konnte ich auch nicht machen. Mehr kann man auch nicht wirklich machen. Du darfst halt auch nicht zu feste drücken, ne? Was? Gott. Was labert der mich so voll aus? Stummen, Amunaki. Ich hab keinen Bock auf dein Gelaber, Amunaki. Mach dein Medizin-RP selber. Wenn ich bewusstlos tot bin, muss ich mir das Gelaber ja auch nicht anhören. Einer hat, glaube ich, sogar einen Kopfschuss vertragen, wenn ich mich nicht recht entsinne. Ich habe 4 Headshots gegeben, 3 sind gestorben. Ja, ich fand das hier... guck mal, man sieht das, glaube ich, auch hier. Guck mal, den Leck jetzt. Komm mal mit. Guck mal. Was ist das, Amunaki? Ja. Alles gut, Olum. Komm, ich habe so einen Leck, Bruder, gottlosen Leck. Und dann ist der erste schon aus der Ecke gekrochen. Amunaki, komm her, komm mit. Der hier hat einen Kopfschuss kassiert und ist nicht gestorben. Guck jetzt. Scheiß auf dich. Bitte nicht mich. Olum, bitte. Ich hätte hier bleiben müssen, ja. Aber ich dachte, die kommen vielleicht von hier. Aber, ja. Hier habe ich auch noch einen geholt. Das weiß ich noch. Der hier ist auch gestorben. 3. Dann ab zum Support. Was ist denn jetzt. Was hat denn jetzt gemangelt? Was war denn jetzt falsch? Mal gespannt. Was ist denn los, warum soll ich jetzt sofort kommen? Genau, es ging gerade um die Geisel, beziehungsweise den Ladenraub, der so ein bisschen fehlgeschlagen ist. Man hört euch im Stream, ist das schlimm für euch? Für mich nicht. Nee, alles gut. Also wird okay, aufgenommen, ist nicht schlimm für euch? Für mich nicht. Okay, alles ist gut. Ja, was ist denn los? Was habe ich denn falsch gemacht? Genau, es geht eigentlich nur darum, um das 4-RP von der Polizei ausgesehen. Also um euch geht es jetzt gar nicht, also... Ihr seid da jetzt komplett abgewickelt von der Sache. Ich frage einfach nur hinterher nach, wie du die Situation gesehen hast bezüglich eurer Geisel, die ja da war, so wie ich das jetzt irgendwie verstanden habe. Ihr hattet ja eine Geisel. Mhm, und zwei, genau. Und die Polizei ist dann ja irgendwann einfach reingestimmt. Das Ding ist, wer ist denn der andere gewesen? Der Kollege von mir ist auch hier gerade drin. Ich bin da. Wir hatten halt deinen Raub und alles lief bis jetzt gut. Dann habe ich die 20.000 bekommen und dann wollte ich die eine Geisel entfesseln. Und während ich das irgendwie gemacht habe, die Geisel war in der Ecke, bin ich durch die Tür geglitscht. Da war ich draußen. Und dann habe ich gesagt, ja gut, komm, wenn ich jetzt draußen bin, spiele ich das aus, RP-technisch, die Tür kann auch offen sein, ne? Kannst du einfach hinter Ausgang einfach verschwinden, so, weißt du? RP-technisch, rein theoretisch.
Dann habe ich halt abgehauen. Dann bin ich auf ein Dach gegangen und dann habe ich das Ganze ein bisschen beobachtet. Ich habe drauf gewartet, was passiert, dies, das. Und dann habe ich gesehen, dass sie einfach gestürmt sind. Und ich habe das nicht gecheckt. Du hattest doch Geiseln eigentlich. Warum haben wir denn gestürmt? Ich weiß auch nicht, warum die gestürmt sind. Weil ich glaube, nur weil ich ein Täter war. Und ich hatte halt freie Sicht auf die Geisel. Also aber eigentlich hätte ich die sogar umbringen können. Aber hast du denn gesagt, dass ich hinten bin oder so? Oder hast du gesagt, ich bin verschwunden? Also die haben irgendwie gesagt, ein Täter. Hast du denn gesagt, dass du alleine bist plötzlich oder hast du einfach gesagt? Nein, eigentlich nicht. Das kann ja nicht sein. Dass ich wüsste. Das kann nicht sein. Ich habe auch gemerkt, dass die Cops, ich will jetzt keinem das Meta unterstellen, aber ich habe gemerkt, dass die Cops, nachdem ich da hinten mich verpulvert habe, dann plötzlich im Hintereingang Autos positioniert haben und ganz im Hintereingang irgendwie gechillt haben, in der Stelle, wo ich rausgeglitscht bin. Es roch mir auch irgendwie danach, dass sie es gecheckt haben, dass ich gar nicht mehr da bin. Ich weiß nicht, hast du wirklich nichts gesagt mit mir bezüglich? Nee, eigentlich nicht. Dann müssen sie... Also Lukas war halt vorhin war zwischendurch da als Mod und dann hat er irgendwie gesagt, dass du hinten rausgeglitscht bist, aber das dürfen die eigentlich nicht verwenden. Okay, wenn du... Weil er als Mod da war. Also hat das denn die Polizisten gesagt? Ja, ja, aber als Mod. Warte, mitten in der Situation ist ein Mod aufgetaucht und hat einfach gesagt, ich bin einfach rausgeglitscht oder was? Warum macht er denn sowas? Ja, also eigentlich war der auch da wegen, weil eine Geisel ist einfach schlafen gegangen. Dann gebe ich tatsächlich die ganze Schuld dem Moderator. Dann hat er die komplette Situation gekickt, indem er es den Cops gesagt hat. Der kann auch nicht während einer Situation auftauchen und ich habe ja auch nicht gesagt, ich bin rausgeglitscht. Ich habe es einfach ausgespielt so. Mhm. Er kann doch nicht mehr in der Situation den Cops das sagen. Natürlich sind die Cops dann plötzlich kreuz und quer im Lauf. Das macht doch die komplette Situation komplett kaputt. Der Kollege von mir hätte das ausspielen können, hätte sagen können, der Kollege ist hinten ganz bei den Geiseln, dann hätte man daraus irgendwas machen können. So. Dann würde ich die Schuld dem Moderator geben. Ja, da kann man sich drüber streiten, klar. Auf der einen Seite sollte man die Situation zu Ende spielen, klar, aber jetzt bei richtig heftigeren Fällen, wo das RP schon irgendwo verändert werden kann. Ist ja aber jetzt nicht so Ding gewesen. Ich bin einfach hinten rausgeglitscht, da ist auch eine Tür, das kann man sich auch denken, so RP-technisch. Es geht dann, denke ich, wahrscheinlich wohl eher um die Geisel, die da schlafen gehen musste. Darum hat sich der liebe Moderator dann gekümmert und hat dann wahrscheinlich noch nebenbei gesehen, dass du da aus der Tür geglitscht bist. Dann soll er das mit der Geisel sagen, aber nicht doch das mit mir. Ob er das der Polizei gesagt hat, das ist ja, denke ich mal, weiß nicht, Mike, kannst du das bestätigen, dass er das gesagt hat? Ich weiß nicht genau, wer es gesagt hat. Ich habe ihm auch nicht ganz zugehört. Also, ich glaube nicht, dass es ein Mod. Aber ich meine, dass er irgendwas mit Samu gesagt hat. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Wo ist denn der Moderator? Hol den doch mal dazu. Dann können wir ja hören, was er gesagt hat. Aber ich habe dich nicht im Stich gelassen. Am Ende bin ich aufgeregt. Ich habe es gesehen. Also, es ist auf jeden Fall. Er kann das nicht wissen, dass ich nicht mehr da bin. Falls er es doch weiß vom Moderator, dann ist es seitens von Moderatoren kaputt gemacht worden. Dann ist es deren Schuld. Eigentlich ist es ja dann auch Metagaming, oder nicht? Er hat es ja so gesehen erfahren, aber er stand als Mod vor ihm. Ich habe zu Draxler, also zu dem, der verhandelt hat, in Moderatorwäsche gesagt, dass der eine rausgebackt ist, aber die das jetzt im Laden ausspielen wollen, als wäre der rausgeglitscht. Und darum geht's also, ja. Ich finde das, warum sagst du das? Das solltest du gar nicht sagen. Weil Odin zu mir gesagt hat, dass ihr das ausspielen wollt. Aber wenn ihr das so ausspielen wollt, Digga, dann könnt ihr jetzt auch so ausspielen, dann sollen die Bullen das aber auch wissen, dass du nicht rausgepackt bist. Also, dass du nicht mit Absicht halt dich rausgeglitscht hast und dann weg bist. Ich hab's halt den Kopf selber gesagt, damit die Bescheid wissen, dass da keiner irgendwie jetzt weggegangen ist oder so. Er hat es dir aber als Moderator gesagt. Ja, eben. Ich hab's ja auch als Moderator zu den Bullen gesagt. Ich hab's ja auch out of RP zu denen gesagt. Ja, dann haben sie es als Metagaming gesehen. Du kannst doch nicht während deiner... Ich verstehe nicht, du kannst das den Kopf nicht einfach sagen. Ja klar, als Moderator schon, damit die sich nicht beschweren, dass da jetzt irgendwer weggeschlafen ist oder was auch immer. Warum bist du überhaupt aufgetaucht? Also ich hab gesehen, dass die eine Geisel sich halt weggebackt hat. Ja, das ist ja, ein Fehler. Du hättest dich auftauchen dürfen als Moderator. Wenn ich einen Regelbruch sehe, ja. Wo ist denn der Regelbruch? Der Regelbruch, dass der Typ immer weg war. Ja, okay, aber ist das ein Grund, schon während einer Situation aufzutauchen, die Situation zu schaden? Bei einer RP-Situation, wo massiv aufs RP eingegangen wird, beziehungsweise sich das RP in irgendeiner Weise verändert auf einmal, aus irgendwelchen schadlichen Gründen. Eben. Na, muss ja nicht sein. Na klar. Ja, doch, er einfach weg. Die Geise ist weg. Ja, okay. Die Geise wurde aber schon vorher gezeigt. Also man kann das auch ausspielen. Man kann sagen, die Geise bleibt hinten. Ja, warte, es geht aber darum, dass das staatlich abgeklärt wird, weil das dann nicht im Endeffekt heißt, der Geisel, weiß ich nicht. Also
Also da muss ich den unseren Mod hier in Schutz nehmen. Also er hat Moment, mit der Geisel kann man sich drüber streiten, aber den anderen zu sagen, dass ich da plötzlich weg bin, rausgeglitscht bin. Das habe ich doch out of RP denen gesagt, in einer Modweste. Da kann ich doch nichts für den Lisa irgendwie benutzen. Ich habe nur das dem Verhandlungsführer gesagt, dass es so ist, dass die sich nicht beschweren sollen. Ja, die haben es benutzt. Nicht gemacht. Ja, genau, da kann ich halt aber nichts für. Genau, die Polizei hat es ja als Metagaming gesehen. Der Mod hat da kann ich ja persönlich nichts für. Der Mod hat in dem Moment seinen Job gemacht und das auch richtig gemacht. Nur die Polizei hat es dann, beziehungsweise die Polizei hat dann Metagaming betrieben. Das ist nicht die Schuld vom Mod. Das wollen wir mal klarstellen. Ey, Lujan, man hört dich im Stream. Ist das schlimm für dich oder willst du gestumpft werden? Nee, alles gut. Ja, die Cops haben es angewendet. Man hat es gemerkt. Also, man hat es gesehen. Die haben plötzlich hinten rumgechillt, an den Türen gegammelt. Die haben da die Türen versperrt, Autos dahin positioniert. Ja, und da so weiter kann und so ich fort. Dann aber dann in dem Fall leider nichts für. Und die haben auch im Endeffekt deswegen gestürmt, ne? Weil die wussten halt, dass da hinten kein anderer Komplize mehr ist, etc. Okay. etc. Und deswegen haben die auch gestürmt. Die haben es auch, also, die haben das benutzt. Ja. Also, ich will jetzt nicht, dass jetzt unnötig in die Länge ziehen. Die Situation hat sowieso, ich finde, die Situation ergibt jetzt auch gar keinen Sinn. Die Informationen benutzt wurden, die ist ja im Metagaming. Ja, klar, ja, klar. Ja, also, wie schon gesagt, der Mod hat jetzt nichts falsch gemacht in der ganzen Situation. Er hat seinen Job richtig gemacht. Ja, dann haben die Cops alle Metagaming gemacht. Genau, es betrifft jetzt einmal wirklich die Polizisten. Okay. Können wir die Situation auflösen, oder wie? Und die Cops kriegen dann ihre Strafe? Ja, ich würde es auch sagen. Ja, und ich brauche halt meine ganzen Sachen wieder. Die haben mir sehr, sehr viele Sachen abgenommen. Deine ID? Gut, ich hoffe, das konnten wir jetzt klären. Ich entschuldige mich dann im Namen vom Team bzw. vom Server aus, dass die Situation jetzt ein bisschen blöd geendet hat und dass das jetzt im Support geklärt werden musste, okay? Ja, das ist gut. Genau, diejenigen Polizisten kriegen jetzt auch ihre Strafe. Mhm. Okay. Ja, wisst ihr, was ich verstehe, Leute? Mhm. Warum sind Cops halt nicht in jedem Server scheiße? Weiß ich nicht, das kann ich nicht sagen. Oh Mann. Sollen wir mal testen, ob der Typ gerne Simpsons schaut? Komm, wir testen es mal. Ey, Junge, was geht? Moin. Ist das deine Freundin? Nee. Wer ist das denn? Mein Name Bekannte. Ist Yukine Kiyoko. Willst du mit mir mitkommen, Bro? Scheiß auf die, chill mit mir. Weiß nicht, vielleicht. Vielleicht? Ich bin ein bisschen respektlos von Ihnen, ne? Ja, aber ich bin cooler. Findest du nicht, dass ich cooler bin als die? Also, ich kenne sie ja gar nicht. Wenn wir uns kennen würden, würdest du mich dann vielleicht cooler finden? Ja, ich kenne die Yuki schon sehr lange. Okay, also gibst du mir einen Korb oder was? Ja, das habe ich ja nicht gesagt, ne? Scheiß auf die Yuki, Mann, komm mit mir, wir machen Action. Was denn für Action? Keine Ahnung, mal schauen. Lass dich überraschen. Mal schauen. Dann. Kommst du mit? Jo, geh mal mit. Woher gibst du mir noch deine Nummer? Ja. Jo. Okay. So nee, Bruder, Ace glaube ich nicht, ja? Ace glaube ich nicht. Ich glaube, Ace ist keiner. Der verhält sich nicht so. Dem scheint es egal zu sein. Der chillt einfach seine Eier so, weißt du? Er hat den Test bestanden. Der guckt keine Simpsons. Oder er wusste das. Ne, glaube ich nicht. Ich habe die Frau auch beleidigt. Was heißt beleidigt? Ich habe gesagt, scheiß auf die, dies, das und so. Der hat nie irgendwas Andeutung gesagt dazu. Nein. Das war, es gibt welche, aber das war keiner von der Sorte. Wie viele Frauen irgendwas machen würden. War doch auf ihn. Oder ich wollte gar nichts mit dem machen. Ich wollte nur abchecken, ob der Frau in den Anus kriegt. Ob er einer von dieser Sorte ist. Das war eigentlich nur die Mission. Miau, 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 miau. Ey, Bro, bist du ein Roller? Also? Lan, du schon wieder. Meine... Wer pisst dich, Alter? Hey. Bist du nicht Feuerlöscher? Vielleicht. Oh, Officer mit einem Feuerlöscher attackiert. Flüchtiger ist am Flüchten. Punkt. Okay, jetzt kann ich mich um dich kümmern. Du bleibst sofort stehen. Was soll das? Hm? Mach Hände hoch oder du stiegst an mein Feuerwerfer. Oh, scheiße, Mann. Hände hoch. Alter, nicht mal ins Gesicht, sonst kann ich nicht atmen, du weißt, dann verreck ich. Ich weiß, geh vor mir. Bitte nicht ins Gesicht, ja. Mag hine, sonst ich muss psst. Nein, das möchte ich nicht. Ich möchte kein psst. Ja, keine psst. Stück Scheiße. Warte. Was machst du hier, Mann? Wie bist du hier überhaupt eingereist? Hä, wieso? Wie haben die dich überhaupt über die Grenze gelassen? Ja, ich bin Manager von japanischer Getränkefirma. Danke, dass du meinen Roller klaust, Bruder. Ja. Ganz arm. Ey, nee, das ist doch das Auto von eben, was ich diesen Geisel... Ey, der hat einfach doch abgeschlossen, nehmen lassen. Sie. Danke. Ich brauch doch den Roller auch rein. Oh Mann. Komm, steig ein. Ah, danke. Der Roller quält mehr als ein Shisha. Du rauchst ja auch Shisha. Wer sagt das? Aber meine. Spaß. Digga, ich seh fast nix. Er hat gefragt. Miau, 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 miau. Kennst du das? Ja, Oggi. Oggi, der Sohn. Oh mein, Oggi, die Alter. Oggi, der Nutten. Richtige
Nichts, Alter. Der Peach, Alter, der geht nicht mal an meine Anrufe dran. Abgehoben geworden, seitdem der die Kakerlaken gefangen hat. Bist du meine Schwanzschwanne oder so? Halt die Fresse. Das klatscht mein Schwanni von 3 Meter Höhe volle Kanne auf dein Motorradhelm, sodass der von der oberen bis unteren Seite komplett auseinanderbricht. Hast du mich gehört? Moment, nicht. Gibt's nichts zum Reparieren? Ja, was machen wir denn jetzt? Keine Ahnung. Ich hab keine Lust zu laufen. Ah, da hinten kommt jemand. Oh, das war ein Blatt. Da trag ich dich. Oh, Immortal wieder alle kräftig am Saugen. Lasst euch mal schmecken, Herr Sperma. Weil es mich fragt, warum ich das immer sage. Weil es so entweder im Chat steht oder ich es oben links bei empfohlenen Kanälen immer habe. Ich finde es schade, dass man diese empfohlenen Kanäle nicht abmachen kann, ausmachen kann. Nervt irgendwie. Irgendwelche Cocklecker, ich meine, Streamer zu lesen. Da vorne. Samu? Ja? Bist du aus meiner Gegend oder was? Nein, nein. Ja, woher kennst du meinen Namen? Ich weiß nicht. Ich hab doch einen Helm auf, wie hast du mich erkannt? Du hast einen Helm auf, der ist vorne offen, dein Helm. Also, aber aber egal. Ja, alles gut, Mann. Aber immer ein bisschen. Ey, Samu? Ja? Hast du Ramadan gemacht? Ja. Ich auch. Hast du gegessen? Lass mich bitte nur in so einer Schulfragen. Ja, tut mir leid. Kann ich wieder vorkommen, ja. Da, wo wir diese Feuerlöscher gemacht haben, den Start gibt's nicht mehr, ne? Nicht? Nee, den gibt's nicht mehr. Wieso? Zu wenige Leute. Ja, die hatten immer 17. Aber der war geil. Mhm. Das heißt geil, man konnte auf jeden Fall, hatte ein bisschen Spaß auf jeden Fall. Ja, ja. Besser als die meisten. Ja, das hast du recht. Zum ersten Mal. Ah, du wurdest einfach abgeknallt durch die Gattes. Ja. Ich zieh auf ihn, während ich einsteige. Ja, alles in Ordnung. Steck ein, ja? Steck ein, steck ein. Nicht schießen, nicht schießen, nicht schießen. Warum hat dieser Auto Platten? Das hat kein Platten. Wir können weiterfahren, da ist kein Platter. Okay, besser für den Arschluck. Also, wolltest du mich nicht rauslassen? Arschluck! Steck auf, steck auf, steck auf, steck auf, steck auf. Mitkommen. Hendrik, 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 Hendrik. Hendrik, Hendrik. Ja. Das war aber nicht so nice, wa? Warte, ich schraub den aus. Ehrenlos. Wie soll man das machen? Wir haben keine Geiseln. Ich bin Geiseln, ich bin Geiseln. Warum zieht ihr der Idiot auf mich? Scheiße. Sollen wir sagen, wir haben Geiseln hintern? Mhm. So eine Männer. Einen Moment Geduld, bitte. Arschloch, komm mal nach vorne. So eine Mann. Oh, fuck, Alter. Ich hab den Laden mit zu Hause umgenockt. Ja, dann müssen wir weg. Sollen wir wegrennen? Wir müssen wegrennen, wo willst du hin? In dem Rotler, wir sagen, wir haben nichts gemacht, wir sind die Angestellten. So, hallo die Herren. Was ist wir denn sind los? Die Angestellte. Was ist denn los, Herr Officer? Wir sind die Angestellten. Ja, da ist jemand reingekommen und hat uns bedroht. Okay, interessant. Kannst du mir den Helm absetzen, bitte? Den Helm? Ja, den baue ich für meine Sicherheit wegen dem Motorrad. Ich fahre immer mit dem Motorrad. Der hat sich verletzt gestern. Und der hat sich verletzt. Siehst du hier, ich bin mit deinem Roller hier, wie du siehst. Ja. Klar, aber sie sitzt ja gerade nicht auf dem Roller. Also dann brauchen sie eigentlich... Nee, der Doc hat das gesagt, weil sein Kopf ist offen. Aber ich fühle mich mit dem Helm besser, deswegen würde ich ihn anhalten. Für meine eigene Sicherheit wegen dem, weil ich fahre immer sehr oft spontan mit dem Moped. Okay, und was ist Ihr Laden? Ne. Wir wollten uns hier gerade was einkaufen. Achso, das ist nicht Ihr Laden, sondern Sie haben hier nur eingekauft. Ja, wir haben nur hier ein paar Sachen gekauft. Einen Moment. Okay. Oh Mann. Lass mal abbauen irgendwie, ja. Stehen bleiben oder wir schießen! Hä, warum das denn? Warum das denn? Was ist denn los? So, alle absteigen und Hände hoch! Ja, warum? Hände hoch, jetzt! Ich hab doch gesagt, was Sache ist! Was passiert? Alle Hände hoch, lass den Kopf auf fallen und Hände hoch! Ich hab doch gesagt, was Sache ist, verdammte Scheiße! Was passiert? Ja, aber wir haben Ihnen nicht gesagt, dass Sie abhauen sollen. Ich bin doch gar nicht abgehauen, ich bin nur ausgestiegen, um zu gucken, ob der Roller funktioniert. Ich bin doch nicht weggefahren, Mann! Der andere Typ auch auf die Knie, sofort! Drei! Ja, warte mal, warte mal! Jetzt auf die Knie! Jetzt! Ja, yeah. Wir haben nichts gemacht. So, kommen Sie langsam hier rüber an die Wand, der mit dem Helm. Ich hab doch gar nichts gemacht, Mann. Stehen bleiben. Ganz ruhig, bleiben Sie ganz ruhig. Wir haben nichts gemacht. Gehen Sie einfach auf die Knie, Ihnen würde auch nichts passieren. Wird einmal Handfesseln vom Kollegen angelegt. Oh nein, Tatverdacht, lass mich hier nicht fesseln, Mann. Alles gut. Alles gut. Ich mach das nur mal zur eigenen Sicherheit. Sie werden mich auch nicht durchsuchen. Ohne Tatverdacht können Sie mich nicht einfach hier durchsuchen. Ich durchsuche Sie doch nicht. Sie werden auch nicht durchsuchen. Gar nichts werden Sie machen. Ohne meinen Anwalt machen Sie hier gar nichts. Ich habe hier nichts gemacht. Ich habe hier nur einen Kopf. Ja, alles gut. Dann kommen Sie wenigstens einen Meter zur Seite. Ist ja alles gut. Ich werde Sie weder durchsuchen, sonst noch irgendwas. Und das Ganze nur friedlich klären. So. Was ist denn jetzt die Sache? Wo ist denn der Einsatzleiter? Das war der Herr rechts. Der kam mit einem Beanbag hier raus, beziehungsweise mit einer Schrotflinte. Der kam ohne Maske mit Beanbag. Ja. Nee, natürlich habe ich den Helm auf, Mann. Ich bin mit dem Roller gekommen. Was soll ich denn sonst aufhaben? Alles gut, ist ja auch vorbildlich. Ist doch gut. Können Sie da mal den Helm abziehen? Ja, klar kann ich das machen, aber ich würde den gerne anbehalten, weil ich gleich mit dem Moped weiterfahren möchte. Ja, dürfen wir ja durchsuchen. Ja, bei ihm sehe ich jetzt keinen Grund, dass wir ihn durchsuchen. Die waren in welchem Zusammenhang hier jetzt in dem Laden? Ich wollte was kaufen, darf ich nicht?
Und natürlich, du musst fragen, antworten sie einfach, dann ist alles gut, ja. Ja, habe ich doch. So, und dann haben sie den zweiten Herrn hier gesehen, wie der diesen Kassierer bedroht hat. Oder wie auch immer. Das weiß ich nicht, was hier vorgefallen ist. Ich wollte mir einfach nur was kaufen. Ihr Roller da hinten ist, denke ich, nicht mehr ganz fahrbereit. Ja, deswegen wollte ich mir ja ein Reparaturkit kaufen. Sind sie schon mal auffällig geworden bei der Polizei? Nein. Darf ich dir mal kurz was erzählen? Ja gut, ich kann mir widerlegen, dass er dich gerade anlügt, aber okay. Du hast mit der Fresse geredet, wa? Ja, das Problem ist, der hat gerade halt erzählt, er wollte einkaufen. Vor 5 Minuten hat er noch gesagt, das ist den hier Laden, weißt du? Das hab ich nicht gesagt, hör auf zu lügen, Mann. Hör auf zu lügen, mein Bester. Da vorne sind Kameras, ne? Tja, Jackson, ja. Da stehen aber 4 Beamte. Warten Sie, ja, deine Beamten bringen dir nichts. Die Kameraaufnahmen sind eindeutig und ich habe sowas nicht behauptet. Hör auf, irgendwelche Sachen aus dem Arsch zu ziehen. Sonst kriegst du hier von meiner Arbeit den Puppe versucht. Hast du mich verstanden? Hallo. Ja? Also, Iraktis ist soweit unauffällig, allerdings bräuchte ich bitte von Ihnen noch ein paar Daten, dass wir die Akte bei uns vervollständigen können. Ja, ich kann dir meine E-Mail-Adresse geben, wenn du möchtest. Ja, dann kannst du mir eine E-Mail schreiben, falls irgendwas sein sollte. Kriegen wir natürlich. Schreibst du auf? Ja, warten Sie kurz. Ja, so. Sie dürfen, ja. SCH? Mhm. WAN? Aha. Das gleiche. Lass mich raten, eine Z? Nein. Das, okay, Gott. Das gleiche jetzt nochmal? Zweimal? Ja. PUS? Ja. .com. .com. Könnt ihr mal vorlesen, damit ich weiß, dass das die richtige ist? schwan@pus.com. Genau, mein Bester. Dann kannst du mich erreichen, ja? Sehr gut. Halten Sie sich bitte für eventuelle Rückfragen nochmal bereit, ja? Okay, mein Bester. Das wäre sehr nett. Schreibe deine E-Mail, ja, falls es Neuigkeiten gibt, etc. Wir werden Sie schon kontaktieren, ja? Hätten Sie für mich ein Reparaturkit? Sehe ich so aus? Ich frag doch nur ganz lieb. Nein. Kollege, dafür gibt es ein ADAC oder ein KRT, den können Sie hier herholen oder den kann ich auch versichern, wenn Sie das möchten. Ja, ich habe dich nur ganz normal gefragt, du brauchst mir jetzt nicht die Lebensgeschichte von jetzt zu erzählen. Möchten Sie jetzt hier ein ADAC haben, ja oder nein? Ja. Gut, dann informiere ich einmal den ADAC für Sie. ADAC von Polka. Also es könnte länger dauern, bis der ADAC da wäre. Okay. Dann würden wir uns von der polizeilichen Seite um die Rolle kümmern, dann können Sie jetzt die Einsatzstelle verlassen. Dann Abflug. Schönen Abend noch, ja. Ciao. Auf Wiedersehen. Wir sehen uns. Das war's, ein indirekter Befehl, die Einsatzstelle zu verlassen, ja. Was? Wir müssten dann bitte jetzt auch die Einsatzstelle hier verlassen, ja. Mein Roller ist hier, ich verlasse hier gar nicht, sondern mein Roller. Wie gesagt, der wird jetzt polizeilich erstmal. Ja, dann roll meine Roller hier raus. Ihr Roller ist defekt, Sie können ihn selber rausholen. Ja, dann rollst du ihn raus, ich meine Eigentum. Ohne mein Eigentum gehe ich nirgendwo hin. Also entweder Sie warten bei Ihrem Roller auf den ADAC. Ja, mach ich ja, der ist doch hier. Ja, hier. Abflug. Süß. Ciao. Muschis. Was ist jetzt mit dem anderen? Wird das jetzt in den Knast gebracht oder was? Verstehe ich dich. Ich hab einen Beweis, dass der eben gelogen hat, aus heiterem Himmel. Ich hab einen Beweis gefunden, Herr Officer, dass der Kollege eben gelogen hat. Alter, wie Fremdscham. Habe ich den RP-Tisch auseinandergenommen, war mit den Überwachungskameras? Hat er nichts mehr zu melden mit seinen 4 Zeugen, die er sich aus dem Arsch gezogen hat. 4 Zeugen haben wir dann können. Als ich das gesagt habe, waren 2 Leute da. Er sagt mir 4 Zeugen. Hallo? Zu wem gehörst du denn, mein Bester? Zu Kai. Kann ich mir deinen Roller ausleihen? Ungern. Ach, schade, dachte, das ist cool. Ey, yo, Mann. Kann ich mir dein Motorrad ausleihen? Mein Motorrad? Ey, du bist doch der von eben. Hi. Was geht, Mann? Ja, kann ich mitfahren, aber das ist hier kaputt, wenn es geht. Ach so, ja, klar, steig ein. Ich brauche 3000 Euro. 3000? Ja, ich will mir ein Motorrad kaufen, aber kein Hund, kein Haiwan. Was ist das hier für ein Motorrad? Hast du geklaut oder was? Nein, auch meine, aber ich habe auch so gesehen, das falsche gekauft. Ah, falsche geholt? Das ist ärgerlich. 130. 3000 habe ich leider nicht. In Kurzem, ich frage ja nicht dabei, gell? Ja, alles gut. Wo hast du denn falsche geholt? Hier? Ja, hier. Wie lange bist du denn schon hier auf der Insel? 3 Monate. 3 Monate? Und hast nicht mal 3000, du Schimmel? Nein, Wallah, ich hab 16.000. Ich komm, ich geb dir 3000. Wallah! Ja, hier. Willkommen auf Boden. Dann nimm das und dann kauf dir dein Motorrad, ja? Dann hau ich ab mit dem ich hier. Kann dir das schenken, wenn du willst. Nein, das schenken? Ja. Ach Quatsch, passt schon. Nee, hast du die 3000? Perfekt, ich küsse dein Herz, Bruder. Alles gut, mein Bester.